Chaos auf den Straßen in weiten Teilen Sachsens und Bayerns. Am Samstag haben starker Schneefall und glatte Straßen über Nacht zu Dutzenden Unfällen geführt. Mehrere Menschen sind dabei verletzt worden. Im Erzgebirge in Sachsen steckten am Samstagmorgen Autos und Busse in den Schneemassen fest. Die Rettungskräfte kamen nur noch mit dem Schneemobil voran. Die Skigebiete in Oberwiesenthal waren zeitweise nur noch zu Fuß erreichbar. Betroffen ist das Bergland besonders in Lagen über 600 Metern, erklärte der Deutsche Wetterdienst. In den Schneebruchgebieten rieten die Experten sogar, vermeiden Sie alle Autofahrten.